Moin, herzlich willkommen zurück. Ich habe euch ja gesagt, dass ich zum neuen Call of Duty mir einfach ein, zwei Sachen als Creator vorgenommen habe. Keine unnötigen Hate-Videos, weil irgendwas bei COD wieder scheiße ist oder. Hab mir aber auch gleichzeitig vorgenommen, wir haben extra einen Zweitkanal, wo eben auch viele Stream-Highlights kommen, Gaming-Highlights, dass ich zu gewissen Themen einfach Stellung beziehen möchte, auch wenn die jetzt nichts mit Call of Duty zu tun haben, weil ich das einfach für mich persönlich von der Seele haben will, dass ich einmal drüber gesprochen habe. Es wird auch wieder heute welche geben, denen das nicht gefällt und das ist vollkommen in Ordnung. Damit muss ich als Person in der Öffentlichkeit einfach leben. Aber wir haben ja das Thema Frauendiskriminierung bei Activision gehabt mit Bobby Kotick und wie sie alle heißen. Und ja, im Titel stehen Namen von Leuten, die ihr kennt. Es ist einfach sehr schwierig, über Menschen zu sprechen, die sich selbst in die Öffentlichkeit stellen, ohne deren Namen zu nennen. Also tue ich's. KuchenTV und Orange Orange, ihr habt es wahrscheinlich selber schon gesehen, die sind deutlich größer als ich und alles mögliche. KuchenTV hat ein ganz trauriges Statement dazu abgegeben. Die Hintergrundgeschichte ist ja, er hat seine jetzige, immer noch Freundin vor 2 oder 3 Jahren damals geschlagen, getreten, verprügelt, was auch immer. Und hat jetzt ein erstes Video hochgeladen und hat dann darüber erzählt, dass es ihm alles leid tut und hat das dann runtergenommen und hat einen Tag später jetzt ein neues Video hochgeladen und hat darüber erzählt, dass das Fehler war und dass es ein Ausrutscher war, was schon echt respektlos ist. Also man schlägt keine Frauen. Für mich, damit wir es einmal kurz haben, jeder Mann, der eine Frau schlägt, ist für mich ein Versager und ein Arschloch. Das ist einfach so. Und völlig egal, ob die Leute sagen, es tut mir leid oder nicht, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und bevor jetzt viele sagen, ja, aber es geht doch gar keinem was an. Also die Beteiligten haben selber entschieden, das in öffentlichen Videos zu diskutieren, haben es selber hochgeladen. Und das Schlimmste ist, Mr. KuchenTV stellt sich jetzt da und erzählt in seinem Video, das ist auch noch online, ihr könnt es sehen bei ihm, dass man sich ja als Frau dann, wenn man den Partner gar nicht liebt und geschlagen wird, Hilfe holen soll. Und also absolut absurd, hat jetzt irgendwie 20.000 Euro für irgendeine Organisation gespendet. Es gibt genug Fans, die sagen, okay, das ist jetzt deren Sache, seine Ex-Freundin oder jetzige Freundin hat sich da auch zu geäußert und meint, sie möchte da nicht mit reingezogen werden. Irgendwelche Idioten haben auch das Kind von denen damit reingezogen, was gar nichts damit zu tun hat. Aber die Tatsache, dass er das jetzt hochgeladen hat, nach 3 Jahren, nachdem er in Streams sich über andere Leute lustig gemacht hat und ApoRed, der ja mit diesem Thema Frauen auch ein bisschen was zu tun hat, immer wieder drüber lustig gemacht hat und Scherze über Gewalt zu Hause gemacht hat und über Jahre der Moralapostel auf YouTube ist und jedem seine Fehler vorhält, dass so jemand sich jetzt nach 3 Jahren dorthin stellt und so tut, als wenn das aus eigenen Stücken wäre, ist für mich einfach unterste Schublade. Man muss dazu sagen, er ist da irgendwie in diesem Clinch mit diesem ABK-Typen, den habe ich Gott sei Dank noch nie wirklich gesehen und habe es auch nicht vor. Und der hat wohl kurz davor gestanden, das alles zu veröffentlichen oder hat es schon gemacht und direkt darauf kam diese Reaktion. Das heißt, da kann sich jeder von euch jetzt für sich seine Idee dazu machen, ob Mr. KuchenTV da jetzt irgendwie geläutert ist oder ob er den Schaden einfach begrenzen wollte. Für mich jemand, der sich über Jahre als Meinungsblogger darstellt und anderen Leuten vorhält, wie sie sich wo falsch verhalten, hat für mich nach so einer Geschichte, wenn man die Freundin verprügelt, keine Zukunft mehr. Und die Aufrufe bei ihm sehen sehr gut aus jetzt, noch mehr als vorher. Vielleicht hat es sich für ihn am Ende auch gelohnt. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut unmenschlich und ich finde es eklig und ich finde es auch abartig, wie so diese YouTube- und Creator-Szene mittlerweile abläuft. Und auch wenn ich da irgendwie ein kleiner Teil von bin, ist das einfach lächerlich. Dann Orange Morange, da ist ja auch seit Jahren jetzt dieser Krieg mit seiner Ex-Freundin und damit habe ich im Prinzip auch nichts zu tun, aber die entscheiden sich ja offensichtlich, das immer wieder in einem Video anzusprechen und in einem Stream anzusprechen und dann können hier Insta-Stories darüber und da Insta-Stories. Er selber hat gesagt, er hat seine Ex-Freundin nicht geschlagen, sondern nur geschubst. Sie sagt, er hat sie betrogen. Er sagt, ja, ich habe sie betrogen mit einem Webcam-Girl und was weiß ich mit wem. Und ganz ehrlich, wenn man seinen Partner schlägt, ob Mann oder Frau, ist völlig egal, ist man ein absolutes Arschloch. Und da gibt es auch keine Erklärung für. Wenn man seinen Partner betrügt, ist man ebenfalls ein absolutes Arschloch. Und wirklich ein absoluter Versager von Mensch. Ob man mit dem, was man dann macht, 3000 Zuschauer hat, 3 Millionen auf dem Konto oder 30 Millionen, ist mir relativ egal. Ich finde, wir sollten, gerade wenn die Leute das so in der Öffentlichkeit einfach präsentieren, unsere Meinung dazu abgeben dürfen. Keine Ahnung, wie viele Videos es zu diesem Thema schon gibt, ich weiß es nicht. Ich für mich habe mir das alles jetzt auch im Stream angeguckt und
Oh, es war anstrengend und wollte mir aber einfach ein Bild machen und fand das jetzt ein Thema, weil eben auch Activision mit Bobby Kotick und den Vergewaltigungen der Frauen und Anfassen und despektierlich behandeln, alles was da Thema ist, passt einfach wunderbar hier hin und zeigt einfach, dass dieses Thema nicht irgendein Länderthema ist und das passiert nur in den USA, ist ja weit weg, sondern es passiert im Prinzip bei den Leuten teilweise, denen ihr zuguckt. Ihr vielleicht auch, vielleicht sind jetzt auch Kuchen-TV-Fans und sehen das alles anders. Das mag alles sein, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich persönlich finde es einfach, dass jemand, der als Moralapostel über Jahre hinweg immer wieder bei ApoRed und bei Monte mit Casino-Streams und allen Themen immer der Erste ist, der die größte Fresse aufhat und immer erzählt, das ist falsch, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen, so geht das doch nicht. Jemand, der sich dann unter Druck dahinstellt und darüber berichtet, dass es ja nur ein Ausversehen war und ein Ausrutscher und aber seine Freundin 3 Jahre lang in den Dreck gezogen hat. Da verstehe ich einfach nicht, wie man sich allen Ernstes dort hinsetzen kann und mit den Videos über andere Menschen weitermachen kann. Also das geht nicht in meinen Kopf rein und ich verstehe auch nicht, wie man sich das weiter angucken kann. Ist aber vielleicht etwas, was ich mit meinen 30 nicht mehr ganz verstehen kann. Das auf jeden Fall für mich beides ist nun mal so Arschlöcher. Punkt. Dann die Thematik mit Orange Morange. Auch mit dem habe ich nichts zu tun bisher. Möchte ich auch nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, wenn man in einer Beziehung ist und es funktioniert nicht mehr. Und es ist egal, ob die Freundin durchgeknallt ist oder der Freund durchgeknallt ist oder beide. Und man findet plötzlich den Hintern von der Frau zu dick oder das Ding vom Typen ist zu klein. Warum muss man sich betrügen? Warum kann man nicht einfach zu dem anderen gehen und sagen, weißt du was, das passt nicht mehr, ich gehe jetzt vögeln und dann geht man, dann ist man wenigstens getrennt und war ehrlich. Oder man sagt, wir trennen uns jetzt, ich kann nicht mehr, packt seine Sachen und geht. Ich habe das Gefühl, dass einfach sehr, sehr viele Sachen hier mittlerweile nicht mehr in dem Gleichgewicht zueinander sind. Und ich finde das absolut, absolut eklig. Und dann brauchen sich eben auch die Leute nicht mehr darüber beschweren, dass das in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird und aufgenommen wird, wenn man da wirklich Insta-Stories macht, wenn man da in Twitch-Streams mit seiner Community drüber spricht und all diese Sachen. Bei Orange Morange weiß ich nicht, ob er seine Freundin geschlagen hat oder nicht. Sie hat Beweise gezeigt. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmen oder nicht. Aber sich darüber aufzuregen, dass das in der Öffentlichkeit immer weitergeht, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Ex-Freundin einfach durchgeknallt ist, dann muss man das eben vor Gericht klären lassen, wo die anscheinend schon sind oder waren. Das bringt nichts in der Öffentlichkeit, immer wieder Stellung dazu zu beziehen, weil es immer weitergeht. Und Haptic hat da irgendwie so einen Tweet drüber verfasst, was hat er gesagt, bei KuchenTV. Ja, Leute, er hat die letzten Jahre immer draufgehauen, wir sollten besser sein, wir sollten es nicht tun. Und generell gehe ich damit konform, aber wenn die Menschen der Auffassung sind, dass sie in der Öffentlichkeit ihr Geld verdienen und mit der Öffentlichkeit, was Meinungsblogger, Creator nun mal tun in dem Fall, und sich als Moralapostel hinstellen, um dann so etwas zu machen und das mit, ich weiß nicht, ob dieses Video mit Hilfe von einer PR-Agentur gemacht wurde, meiner Meinung nach 100%, und so unglaubwürdig zu sein, dann muss ich euch sagen, kotze ich 30.000 Mal am Tag im Strahl. Es ist eklig. Es ist abartig und ich wollte es gerne einmal von meiner Seele weg haben, dass ich einmal drüber gesprochen habe. Keine Sorge, Leute, ich werde jetzt nicht anfangen als Moralapostel. Ich habe in meinem Leben auch schon genug Scheiße gebaut. Aber was definitiv nicht dazu gehört, meine Freundin, Ex-Freundin, Frau, Ex-Frau zu verprügeln, durch die Gegend zu treten, sie öffentlich zu diffamieren oder sonst was. Es gibt einfach eine Grenze. Und ich habe das Gefühl, dass viele, gerade so Creator, die weit weg von dem normalen Leben sind, sondern nur noch in diesem Leben sind, dass die da den Schuss teilweise nicht mehr hören. Ihr könnt darüber diskutieren, kann euch gefallen, kann euch nicht gefallen. Ich für mich bin der Auffassung, dass ich sowas, wenn es mich irgendwie tangiert, gerne ansprechen möchte. Das habe ich getan. Was ihr daraus macht, eure Sache. Ich bin raus.